Heute starten wir auf Klagemauer TV eine neue Sendereihe zum Thema Impfen. Laut Medienmeldungen sei während einer angeblichen Masernepidemie seit Oktober 2014 in Berlin ein Säugling an Masern gestorben. Aus deutschen Regierungskreisen wurde kurze Zeit später der Ruf nach einer Masernimpfpflicht laut. Der deutsche Justizminister Heiko Maas sagte, ich zitiere, "Wer nicht impft, gefährdet unser aller Gesundheit und Leben." Der Berliner Impfbeirat, der durch Hausarztverbände, Krankenversicherungen und Apothekerverbände unterstützt wird, ruft dazu auf, Babys ab 9 Monaten gegen Masern zu impfen und, ich zitiere wieder, auch wer ein Baby auf den Arm nimmt, muss gegen Masern geschützt sein. Vernachlässigen wir also unsere Sorgfaltspflicht, wenn wir uns und unsere Kinder nicht gegen Masern impfen lassen? In dieser Sendereihe, liebe Zuschauer, gibt Klagemauer TV Hintergrundinformationen zu Masern und zeigt darüber hinaus, dass die Masernimpfung nicht zum Rückgang der Erkrankung geführt hat. Eine Impfpflicht konnte Masern also noch nie ausrotten und auch gegen Masern Geimpfte können selbst noch Überträger der Krankheit sein. In diesem Zusammenhang sehen wir uns, liebe Zuschauer, nochmals gleich im Anschluss die bereits am 15. Februar 2015 ausgestrahlte Sendung zur Masernelimination durch Impfung an. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung bei Klagemauer TV aus dem Studio Saarbrücken. Wir stellen heute die interessante Frage Masernelimination durch Impfung. Ist das medizinisch möglich? Viele EU-Staaten hatten sich der Zielsetzung der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, angeschlossen, die Masern mittels Impfung in ganz Europa bis 2015 zu eliminieren. Doch medizinisch ist das aus folgenden Gründen unmöglich. Erstens, um Viren aus der Bevölkerung auszurotten, dürfen ausschließlich Menschenüberträger sein. Masernviren sind jedoch zum Beispiel auch bei Fledermäusen nachweisbar. Zweitens, gegen Masern geimpfte Personen erkranken oftmals doch an Masern. Und drittens, gegen Masern geimpfte können selber noch Überträger der Krankheit sein. Trotz Fakten halten die WHO und die Mitgliedstaaten an ihrer Zielsetzung der Masernelimination fest. Der Verdacht liegt nahe, dass das alleinige Wohl der Bevölkerung nicht erste Priorität hat. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, nun können Sie sich Ihr eigenes Urteil bilden, was es mit der Masernelimination auf sich hat. Noch einen aufschlussreichen Abend. Auf Wiedersehen. Sehr geehrte Zuschauer, trotz der eben genannten Argumente wird dennoch die Impfpflicht als Weg der Ausrottung der Masern dargestellt. In der nachfolgenden Sendung erfahren Sie mehr über diese Zusammenhänge. Bleiben Sie dran. Vielen Dank, Studio Rot. Abraham Lincoln hat einmal gesagt, kein Mensch ist gut genug, um einen anderen Menschen ohne dessen Einwilligung zu beherrschen. Wie recht er damit hatte, kann man sehr gut am Beispiel der Masernimpfung sehen, für die in einigen Ländern bereits die Impfpflicht eingeführt wurde. Guten Abend, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Durchimpfungsrate liegt beispielsweise in China bei 99%. Trotz dieser wirklich sehr hohen Quote zeigte eine erst kürzlich veröffentlichte Studie, dass in diesem Land im Zeitraum von 2005 bis 2013 ca. 400.000 Masernfälle und 368 Masern-Todesfälle gemeldet wurden. Aber auch in den USA gab es allein 1990 ca. 28.000 Masernerkrankungen, obwohl man dort mit Masernimpfprogrammen seit mehr als 25 Jahren versucht, die Masern auszurotten. Dass die Impfung gar nicht gegen einen Masernausbruch schützen kann, wurde im kanadischen Quebec deutlich, wo 98 Kinder an Masern erkrankten, obwohl mehr als die Hälfte davon sogar zweimal gegen Masern geimpft waren. In einer texanischen Stadt kam es 1985 sogar zu einem Masernausbruch unter vollständig geimpften Kindern. Dies sind nun bei weitem keine neuen Erkenntnisse und auch keine Einzelfälle. Trotzdem werden von staatlichen Stellen immer wieder Zwangsimpfungen gefordert und auch gesetzlich angeordnet, die doch offensichtlich keinerlei Vorteile für die Bevölkerung bringen. Diese Sendereihe wird morgen Abend fortgesetzt, wo es dann um das Thema gehen wird, wie Masern in manchen Ländern tatsächlich zurückgedrängt werden konnten. Wir brauchen viel Klarheit und Mut, die richtigen Entscheidungen für unsere eigene Gesundheit und die unserer Familien zu treffen. Aber ist uns das ohne vollständige Informationen und die Freiheit der Wahl tatsächlich möglich? Einen guten Abend! Ja,
Ist der Rückgang der Masernerkrankung auf den Einsatz des Masernimpfstoffes zurückzuführen? Mit diesem aktuellen Thema begrüße ich Sie aus dem Studio Meißen. Während des gesamten 19. Jahrhunderts trat in den USA und England etwa alle 2 Jahre eine Masernepidemie auf, bei denen etwa 20% der infizierten Menschen und dabei vor allem Kinder starben. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts ist aufgrund des deutlich verbesserten Ernährungszustandes der Kinder die Zahl der Masern in Europa beträchtlich zurückgegangen. 1930 betrug die Kindersterblichkeit an Masern nur noch 1-2%. Der Masernimpfstoff wurde jedoch erst im Jahre 1963 zugelassen, als die Todesrate durch Masern fast den Nullpunkt erreicht hatte. Das bedeutet, der Rückgang der Masernerkrankung kann nicht auf den Masernimpfstoff zurückgeführt werden. Warum wird also die Impfung gegen Masern offensiv weiterempfohlen, ja geradezu gefordert, obwohl die Wirksamkeit äußerst fragwürdig ist? Ich möchte dazu Milanda Rout, eine australische Journalistin, zitieren. Wenn Eltern erfahren würden, dass der Masernimpfstoff zu Hirnschäden, schmerzhaften Krankheiten des Dickdarms oder einer Autoimmunerkrankung der Leber führt, dann würden die Einkünfte durch Impfstoffe in den Keller gehen. Zitat Ende. Wider besseren Wissens werden diese Aussagen jedoch den Bürgern vorenthalten. Wie dabei Pharmafirmen und Regierungen Hand in Hand arbeiten, um eine allgemeine Impfpflicht medienwirksam einzufordern, zeigt der Fall eines 2015 verstorbenen Babys. Bleiben Sie dran und hören Sie dazu den nachfolgenden Beitrag unseres Studios Berlin. Guten Abend. Vielen Dank nach Meißen. Da stellt sich die Frage, ob das Berliner Kleinkind wirklich an Masern starb. Die wachsende Impfkritik aufgrund aufklärender Zusammenhänge zwischen Impfung und massiven Nebenwirkungen scheint Pharmaunternehmen und Regierungen offensichtlich ein Dorn im Auge zu sein. Dies wird anhand der kontroversen Berichterstattung über das am 18.02.2015 verstorbene Berliner Baby deutlich sichtbar. Bevor überhaupt eine klare Todesursache ermittelt und mit öffentlich nachvollziehbaren Beweisen belegt wurde, wird schon lautstark über eine Impfpflicht diskutiert. Dass das Kind an einem schweren Herzfehler litt, bleibt in der Berichterstattung unerwähnt. Stattdessen verkündet Gesundheitssenator Mario Chaya bundesweit, das Kind sei an Masern gestorben, weil es nicht dagegen geimpft worden war, obwohl es Aussagen gibt, die dies klar widerlegen. Diese werden aber nicht eingehend und transparent, zum Beispiel mittels Impfpasseinsicht, überprüft. Stattdessen wird die Akteneinsicht verweigert. Werden Fakten also deshalb verschwiegen, um dem bereits vorgefassten Plan eines Impfzwangs näher zu kommen? Interessanterweise gibt es Ansätze zur Heilung von Masern ganz ohne Impfung. Und das schon im letzten Jahrhundert. Dazu übergebe ich in unser Studio nach Köln. Guten Abend. Schön, dass Sie zuschauen, meine Damen und Herren. Guten Abend. Ein dramatischer Rückgang der Todesfälle durch Masern fand während des 19. und 20. Jahrhunderts in der westlichen Welt statt. Die allgemeine Ernährung und Hygiene hatten sich stark verbessert. Bereits 1932 meldeten Wissenschaftler, dass die Sterblichkeit um 58% sank, wenn Kindern, die wegen Masern im Krankenhaus lagen, Lebertran verabreicht wurde. Lebertran enthält Vitamin A und D sowie Omega-3-Fettsäuren. 1987 setzten Wissenschaftler in Tansania während des Masernausbruchs Vitamin A ein und bewirkten damit beeindruckend positive Ergebnisse. Neben Vitamin A hat sich auch die Gabe von Vitamin C als wirksam gegen Masern gezeigt. Eine schon 1949 veröffentlichte Studie untersuchte die Behandlung von Viruserkrankungen mit Vitamin C. Während einer Masernepidemie wurde hochdosiert Vitamin C zur Vorbeugung eingesetzt. Dies erwies sich als Schutz. Darüber hinaus konnten Masernerkrankungen durch hohe Vitamin C-Dosen sehr abgemildert werden. Meine Damen und Herren, warum hat sich diese Vorgehensweise nicht längst etabliert? Vielleicht zeigt das gleich folgende Zitat einen Grund dafür auf. Aber vorher möchte ich Sie ermutigen, mit uns dran zu bleiben. Auch morgen Abend geht es mit einem ähnlich interessanten Thema weiter. Es geht um die Effizienz der Pockenimpfung aus dem 19. Jahrhundert,
die meine Kollegin aus Nürnberg einmal genauer unter die Lupe nehmen wird. Abschließend nun das Zitat von Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Was die Erfahrung und die Geschichte lehren, ist dieses, dass Völker und Regierungen niemals etwas aus der Geschichte gelernt und nach Lehren, die aus derselben zu ziehen gewesen wären, gehandelt haben. Kann durch Zwangsimpfung eine Erkrankung ausgerottet werden? Mit dieser Frage begrüße ich Sie heute aus dem Studio Nürnberg. Guten Abend. Die erste Zwangsimpfung wurde im Jahre 1853 gegen Pocken eingeführt. Dies zu einer Zeit, in der bekannt war, dass viele Menschen trotz Impfung an Pocken erkrankten. Trotz einer Durchimpfungsrate von 95% starben 1871 in Bayern mehr als 30.000 und in ganz Deutschland zwischen 1870 und 1885, also innerhalb von 15 Jahren, sogar 1 Million geimpfter Personen an Pocken. Im Jahre 1885 führte in der Industriestadt Leicester in England eine Impfverweigerung zu einer Geldstrafe oder sogar Gefängnis, wodurch tausende Eltern strafrechtlich verfolgt wurden. Nachdem sich das Volk in Demonstrationen erfolgreich zur Wehr setzte, wurde die Pflichtimpfung abgeschafft. Nur durch gute Hygiene ging die Sterblichkeit an Pocken in der Stadt Leicester zurück. Die Geschichte zeigt eindrücklich, dass eine Zwangsimpfung bei Pocken nicht zur gewünschten Reduktion der Krankheits- und Todesfälle geführt hat. Frau Dr. Med Suzanne Humphreys, eine Ärztin, die die Impfung hinterfragt und hierüber aufklärt, stellt Folgendes fest. Ich zitiere: Niemand, nicht einmal die am besten ausgebildeten Immunologen, können alle Abläufe, die sich beim Impfen abspielen, verstehen oder beschreiben. Wenn die Ärzte ehrlich zugeben würden, wie wenig sie in Wirklichkeit über das Immunsystem und Impfen wissen, dann würden sie dem Patienten sagen, dass es keine sorgfältigen wissenschaftlichen Antworten gibt. Solange uns die ganze Wahrheit nicht mitgeteilt wird und solange die Ärzte nicht in der Lage sind, sich geistig zu befreien, sind die Eltern die einzigen Menschen, die ihre Kinder vor Schaden bewahren können. Die Wahrheit ist, dass das Impfen, so wie es der Öffentlichkeit heute angepriesen wird, nichts anderes ist als eine Religion, die auf Unwissenheit und Beschränktheit beruht. Zitat Ende. Verehrte Damen und Herren, um lebenswichtige Entscheidungen treffen zu können, dürfen daher diese Informationen der Bevölkerung nicht vorenthalten werden. Denn sie haben ein Recht auf Stimme und Gegenstimme. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Auf Wiedersehen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete am 26. Februar 2015, ich zitiere: Masern breiten sich in der Hauptstadt weiter schnell aus. Allein von Mittwoch auf Donnerstag wurden knapp 30 neue Fälle registriert. Insgesamt sind es schon mehr als 600. Aufgrund dieser Meldungen wurde in den Medien die Forderung nach der Einführung einer Impfpflicht für Masern laut. Dabei stellt sich die Frage: Ist denn eine Impfpflicht tatsächlich gerechtfertigt? Welche Erfahrungen mit der Impfpflicht gab es schon in der Vergangenheit? Eine der ersten Impfungen, die als Pflichtimpfung durchgeführt wurde, war die Pockenimpfung. Ihr Anfang begann mit einem Versuch von Edward Jenner im Jahre 1796. Er entnahm einer jungen Frau, die an Pocken erkrankt war, Krankheitserreger, die er allerdings irrtümlich für Kuhpocken hielt, und infizierte einen 8 Jahre alten Jungen damit. Das Kind wurde später zudem nochmals, diesmal vorsätzlich, mit Pockenerregern infiziert, um zu sehen, wie sein Körper reagiert. Als der Junge nicht an Pocken erkrankte, ging Jenner fälschlicherweise davon aus, dass die Impfung mit den Kuhpockenerregern erfolgreich gewesen sei und sie einen lebenslangen Schutz gegen Pocken biete. Obwohl Jenners Behauptungen nur auf diesem einzigen Beispiel beruhten, verbreitete sich seine Theorie zur Pockenimpfung im Handumdrehen in der ganzen Welt. Bis 1801 waren ca. 100.000 Personen in England geimpft worden.
Chirurgen und Ärzte waren froh über die gute Bezahlung und Einkünfte, die ihnen die Impfungen einbrachten. Dabei wurden die wenigen Skeptiker gegenüber der Impfung vollständig ignoriert. Ein Artikel aus dem Jahre 1817 im London Repository Monthly Journal and Review zeigte, eine große Zahl von Personen bekam Pocken, obwohl sie dagegen geimpft worden war. Die Impfskeptiker schrieben: So schmerzhaft es auch ist, ist es doch unsere Pflicht, die Öffentlichkeit und die Ärzteschaft davon zu unterrichten, dass die Zahl der Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, die unter Pocken leiden, obwohl sie sich durch fähige Ärzte einer Impfung unterzogen haben, gegenwärtig alarmierend hoch ist. Im Jahre 1840 verweigerten immer mehr Menschen die Pockenimpfung, da sie nicht hielt, was versprochen worden war. Deshalb wurde im Jahre 1853 die Impfung von vielen Regierungen als Zwangsimpfung durchgesetzt. Diese konnte wiederholte und schwere Pockenepidemien in der ganzen Welt jedoch nicht aufhalten. Trotz der Zwangsimpfung verstarben 1871 in Bayern mehr als 30.000 Opfer an den Pocken bei einer Impfrate von 95%. Preußen war damals das am gründlichsten geimpfte Land in Europa. Die Sterblichkeit durch Pocken bei der Epidemie 1871 lag dort jedoch höher als in jedem anderen nördlichen Land. In ganz Deutschland verstarben zwischen 1870 und 1885 eine Million geimpfter Personen an Pocken. Frau Dr. Humphreys und Roman Bistrianyk schreiben dazu in ihrem Buch Die Impfillusion, ich zitiere: Tatsächlich starben in den 20 Jahren nach der Einführung der strengen Impfgesetze mehr Menschen an Pocken als in den 20 Jahren davor. Sehr erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist die Geschichte der Industriestadt Leicester in England im Jahre 1885. Durch eine Reihe von Verordnungen war dafür gesorgt worden, dass eine Impfverweigerung zu einer Straftat erklärt wurde. Dies hatte für die Eltern eine Geldstrafe oder Gefängnis zur Folge. Tausende Eltern wurden damals strafrechtlich verfolgt, weil sie ihre Kinder nicht impfen lassen wollten. Es kam zu einer Demonstration der Bevölkerung, die sich schließlich erfolgreich durchsetzte. In Leicester wurde die Pflichtimpfung abgeschafft. Die Pockenpatienten wurden isoliert und ihre Häuser gründlich desinfiziert. Viele Ärzte prophezeiten den nicht geimpften Bewohnern von Leicester ein schreckliches Massaker durch die Pocken und eine Dezimierung der Bevölkerung. Doch Leicester überstand die Pocken besser als alle anderen Städte in England. Dr. Millard, der gesundheitsbeauftragte Arzt in Leicester, äußerte sich wie folgt: Die Sterblichkeit an Pocken ging zusammen mit der Impfrate zurück. Sehr geehrte Damen und Herren, die Geschichte zeigt eindrücklich, dass eine Zwangsimpfung bei Pocken nicht zur gewünschten Reduktion der Krankheits- und Todesfälle geführt hat. Was sind nun die Erfahrungen mit der Impfpflicht bei Masern? In China gibt es seit langem eine Masernimpfpflicht, die Durchimpfungsrate liegt bei 99%. Die WHO ist jedoch mit ihrem Ziel, die Masern in China auszurotten, gescheitert. Dies zeigte eine kürzlich veröffentlichte Studie. Im Zeitraum von 2005 bis 2013 wurden in China nämlich trotz der Durchimpfung ca. 400.000 Masernfälle und 368 Masern-Todesfälle gemeldet. In Finnland wurde 7 Jahre lang versucht, die Masern auszurotten, trotzdem kam es 1989 zu mehr als 1.000 Krankheitsfällen. In den USA gab es 1990 ca. 28.000 Masernerkrankungen, obwohl man mit Massenimpfprogrammen seit mehr als 25 Jahren versucht, die Masern auszurotten. Bei einem Masernausbruch in Quebec in Kanada erkrankten 98 Kinder an Masern. Nachforschungen ergaben, dass 52 der Kinder zweimal gegen Masern geimpft waren. Und schon 1985 kam es zu einem Masernausbruch unter vollständig geimpften Kindern in einer texanischen Stadt. Sehr geehrte Damen und Herren, obwohl es die Leitmedien ganz anders proklamieren, kann bei einer Massen- oder Zwangsimpfung gegen Masern gemäß diesen Impfbeobachtungen keinesfalls auf eine Ausrottung der Masern in Deutschland gehofft werden. Es ist nämlich bis jetzt in keinem der erwähnten Länder gelungen, die Masern auszurotten. Wir verabschieden uns von Ihnen mit einem Zitat von Frau Dr. Humphreys, einer amerikanischen Medizinerin und Autorin, die sich intensiv mit dem Thema Impfen auseinandersetzt. Obwohl es Tausende von nicht geimpften Kindern gibt, existiert bis heute keine Studie, in der die Geimpften mit den nicht geimpften Kindern verglichen werden,
um festzustellen, ob es einen Unterschied in der kurz- und langfristigen Gesundheit beider Gruppen gibt. Niemand, nicht einmal die am besten ausgebildeten Immunologen, kann alle Abläufe, die sich beim Impfen abspielen, verstehen oder beschreiben. Wenn die Ärzte ehrlich zugeben würden, wie wenig sie in Wirklichkeit über das Immunsystem und Impfen wissen, dann würden sie dem Patienten sagen, dass es keine sorgfältigen wissenschaftlichen Antworten gibt. Solange uns die ganze Wahrheit nicht mitgeteilt wird und solange die Ärzte nicht in der Lage sind, sich geistig zu befreien, sind die Eltern die einzigen Menschen, die ihre Kinder vor Schaden bewahren können. Die Wahrheit ist, dass das Impfen, so wie es der Öffentlichkeit heute angepriesen wird, nichts anderes ist als eine Religion, die auf Unwissenheit und Beschränktheit beruht. Wir weisen auch auf unsere Sendungen vom 26. Februar hin. Masernimpfung, nützlich oder schädlich, und Masernstudien ergeben Prophylaxe und Heilung durch die Gabe von Vitamin A. Ihnen noch einen guten Abend und bis morgen. Guten Abend. Die Inhalte dieser Sendung wurden von einem Doktor und Professor der medizinischen Wissenschaft vermittelt. Zu seinem Schutz möchte er nicht mit Namen genannt werden. Wir geben aber seine persönlichen Bezeugungen hier zusammengefasst weiter. Was Normalsterbliche von den Ergebnissen der sogenannten 40er-Studien nicht wissen, sollten psychologisch-pharmazeutische Wissenschaftler und mit Pharmaprodukten handelnde Regierungen dafür umso besser wissen. Allem voran die russisch-zionistischen und amerikanischen, denn diese und viele andere finanzierten solche Studien und führten dieselben auch durch. Um was geht es? Es geht um das Forschungsgebiet des psychologischen Todes. Es soll erschöpfend erforscht worden sein, welchen machtvollen Einfluss ärztliche oder wissenschaftliche Diagnosen auf die menschliche Psyche ausüben. Die Resultate können nur als entsetzlich beschrieben werden. Laut Hunderter solcher Studien soll nachgewiesen worden sein, dass sich Krankheiten insbesondere deshalb unbeugsam halten und verschlimmern können, weil der Patient auch ein Krankheitsbewusstsein entwickle. Kurz gesagt, je überzeugter ein Mensch davon ist, dass er von einer gefährlichen Krankheit befallen wurde, desto schneller stirbt er auch daran, selbst wenn er biologisch kerngesund ist. In Tat und Wahrheit starb er nicht an seiner Krankheit, und das ist der entscheidende Punkt, sondern an seiner krankhaften Überzeugung, dass er einen Krankheitserreger in sich trage oder dem Sterben selbst geweiht sei. Die gefährlichste diesbezügliche Entdeckung aber besteht laut diesen Studien hierin: Die größte Todesmacht könne sich dort entfalten, wo ein kollektives Krankheitsbewusstsein entsteht. Das heißt, wenn eine ganze Gruppe, ein ganzes Volk kollektiv davon überzeugt wird, dass es dem Sterben geweiht ist, sei es durch eine schwere Krankheit, Seuche, Epidemien und so weiter, dann würden schon allein um der Verbreitung dieser Schockdiagnose willen mehr Menschen sterben als an irgendeiner tatsächlich vorhandenen biologischen Gefahr. Im Licht dieser unter Fachkreisen offenbar bekannten psychologisch-medizinischen Todeswirkungen ist es eine Ungeheuerlichkeit, wie gegenwärtig gerade eine Ebola-Panik geschürt wird. Und das ausgerechnet durch diejenigen, die es eigentlich am besten wissen sollten, wie überaus gefährlich diese Vorgehensweise sich gerade auf schwache Menschen auswirkt. Im Vergleich ist dies etwas so, wie wenn öffentliche Rettungskräfte einen Schlafwandler auf der Dachzinne mit lautem Geschrei aufwecken würden. Jedermann weiß, was dann geschieht. Der Schlafwandler schrickt auf und stürzt ab. Dass insbesondere schwache Menschen durch Epidemiepanik psychologisch lebensgefährlich tangiert werden können, wurde nämlich bereits während der Weltkriege, aber auch während des Kalten Krieges in menschenverachtenden psychologischen Experimenten, vorwiegend an ahnungslosen Gefangenen, bewiesen. Wie gefährlich kann es für ganze Völker werden, wenn Pharmafachkreise und Regierungen das Wissen um solche Todeswirkungen vor ihnen verbergen? In sogenannten 40er-Bibliotheken vieler Länder dieser Welt aber sollen Hunderte dieser Experimente an ahnungslosen Menschen festgehalten worden sein. Mittlerweile wird auch der breiten Öffentlichkeit immer bekannter, wie mächtig der Einfluss der menschlichen Psyche auf den Körper ist.
Hierzu ein paar uns zugesandte praktische Beispiele eines Augenzeugen. Es sei ein Experiment zur Erforschung der Magensäure durchgeführt worden, bei dem kerngesunde Menschen erzählt wurde, dass sie Störungen im Magen hätten und dass man dies etwas genauer untersuchen müsse. Daraufhin habe man die Patienten in zwei Gruppen eingeteilt. Der ersten Gruppe wurde erzählt, dass bei ihnen alles in bester Ordnung wäre. Der zweiten, ebenfalls kerngesunden Gruppe habe man erzählt, dass man zwar etwas gefunden habe, aber es nicht so schlimm wäre, weil man das Ganze ziemlich gut mit Medikamenten behandeln könne. Diese Gruppe wies man zuvor noch darauf hin, dass sie bei allfälligen Hautausschlägen nicht erschrecken sollten. Erstaunlicherweise sollen fast alle aus dieser zweiten Gruppe Hautausschläge bekommen haben. Und hier die bezeugten Forschungsergebnisse. In beiden Gruppen, die in Tat und Wahrheit kerngesund waren, sei jeder dritte bis fünfte Patient über längere Zeit erkrankt. Jeder dritte bis fünfte habe Magengeschwüre bis hin zu Magenkrebs entwickelt. Nachforschungen ergaben, dass selbst diejenigen, die nach lediglich vorgetäuschtem Anfangsverdacht dann doch als völlig gesund diagnostiziert wurden, Opfer einer Magenstörung wurden. Dies, weil sie den Ärzten misstraut hätten, so laut Studie. Angesichts dieser Ereignisse kann jeder Zuschauer selbst überlegen, ob ein Mensch, der irgendeine tödliche Diagnose bekommen hat, danach genauso weiterleben kann wie früher. Wieder andere kerngesunde Gruppen wurden mit Diagnosen konfrontiert, dass sie an Leukämie, an unentdecktem Herzinfarkt oder allen möglichen anderen Krankheiten leiden. Die Ergebnisse waren ausnahmslos ebenso niederschmetternd. Mit diesem Wissen konnte nahezu keiner mehr einfach wieder zur Tagesordnung übergehen. Summarisch sei mit diesen Experimenten bewiesen worden, dass es ganz grundsätzlich möglich ist, jedem Menschen jede Krankheit beizubringen. Aus diesem wissenschaftlichen Gesichtspunkt betrachtet, würde es keine Rolle mehr spielen, wie gefährlich Ebola an sich tatsächlich ist. Eines steht dadurch im Vornherein fest. Jede Panikmache vor Ebola birgt in sich das Potenzial, selber die noch größere Gefahr als etwa ein Krankheitserreger für die Menschheit zu sein. Weil jede Erkrankung in der Medizin zunächst in Form von Symptomen beschrieben wird, können schwache und labile Menschen sehr leicht in diese psychologische Todesfalle tappen. Denn die von der Seuchenschutzbehörde genannten Symptome bei Ebola sind unter anderem auch Fieber, Gliederschmerzen und Durchfall. In Afrika sind aber genau das die häufigsten Symptome auch bei Magenverstimmungen nach dem Trinken von schmutzigem Wasser oder bei Malaria oder verdorbenem Essen und so weiter. Wer immer also um solche psychologischen Todesmechanismen weiß und die Völker, statt dementsprechend sorgfältig vorzugehen, sogar noch in offene Panik versetzt, der ist ein... Nun ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, überlegen Sie an dieser Stelle selber einmal, welches Urteil Sie über solchen Menschen verhängen würden. Es wird Zeit, dass die Völker über sämtliche Ergebnisse von Studien, die mit ihren Milliarden Steuerbeträgen finanziert wurden, auch lückenlos in Kenntnis gesetzt werden. Es wird Zeit, rücksichtslose Menschen und Menschengruppen für alles zur Rechenschaft zu ziehen, was sie mutwillig geschädigt haben. Für die Betroffenen, weil irregeführten Opfern, wird es Zeit, sich gegen die psychologische Kriegsführung zu erheben und stark zu werden. Denn die gleichen menschenverachtenden Studien sollen ans Licht gebracht haben, dass selbstbewusste, Widerstand leistende Menschen, die den Krankheiten und Gefahren aktiv trotzten, den lügenhaften Diagnosen nicht zum Opfer fielen. Widerstand leisten lohnt sich also. Auch Aufklärungsarbeit müsste folglich die Gesundheit fördern. Daher wünsche ich Ihnen noch weit bessere Gesundheit durch Aufklärung. Guten Abend. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.